Ostern steht vor der Tür und von daher wollen wir euch unseren Osterhefezopf mit Mohn und Marmelade, bestreut mit Hagelzucker, Nom, nom, nicht nom. vorenthalten. Ja, da wir ja wahrscheinlich alle zu Hause bleiben müssen, freuen sich eure Lieben bestimmt, wenn ihr ihnen was Leckeres zaubert. Der Hefezopf ist aus der aktuellen Ausgabe. Ich habe schon mal die Zutaten vorbereitet. Thermomix ist auch schon an. Kevin blendet euch die Zutaten ein. Dazu gehören Butter, Hagelzucker, Milch, Mehl, Quark, bisschen Marmelade, Mohn, ein Ei, bisschen Hefe und ein wenig Zucker. Die Prise Salz habe ich vergessen, aber die können wir noch schnell hinzufügen. Gut. So, als erstes, wie gehabt beim Hefeteig, kommt ja immer die Hefe, die Milch, Prise Salz und ein bisschen Zucker. Und ja, würde ich sagen, wir starten, oder? Auf geht's. Ja, auf geht's. So, Waage an. 15 Gramm Hefe. Reicht schon. 20 Gramm Zucker. Kurz für die Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause, die Frage: Trockenhefe könnte ich auch nehmen? Könntest du auch nehmen, ja. Okay, Könnt ihr auch nehmen. ist ja immer wichtig für, gibt ja 20 Rezepte, da ist Gramm. es ganz unerlässlich, dass man frische Hefe nimmt. Und 150 Gramm Milch. Im Mixshop übrigens, mix-shop.de, gibt es unsere Backmischung. Die haben wir euch ja schon mal vorgestellt. Auch eine Hefeteig-Backmischung. Die verlinke ich jetzt bei YouTube nochmal hier oben. Könnt euch nochmal ansehen und gegebenenfalls natürlich auch da zuschlagen, wenn ihr möchtet. Der Link, der ist in der Videobeschreibung. Und das Ganze jetzt erstmal 3 Minuten. 37 Grad. Stufe 1. 37 Grad. 37 Grad. Warum 37 Grad? Weil dann die Hefe sich entfaltet. Aha, also gibt es da Ex. Also, wie gesagt, das ist, also du kannst Ja, 37 bei Grad geringer einstellen. Temperatur. Ich kann 37 Grad einstellen, Wahnsinn. Da lerne ich mal was dazu. Die neue ja. Ausgabe, ne? Die ist ja noch im Handel erhältlich, Genau. logischerweise. Aber auch versandkostenfrei und auf Rechnung zu erwerben. Ne? Ich habe sie hier nochmal. he-verlag.de, da bekommt ihr sie. Und damit ihr auch seht, wie das nachher aussieht, was wir gerade machen, Jetzt bin ich zeige ich gespannt. euch das. So schön wie im Food-Styling werden wir es nicht anrichten, muss man fairerweise Schöner, sagen. schöner, Noch schöner, okay, okay, gut. schöner. Moment. Wir haben ja ganz viel gebacken für euch. Ja. Und da sind dann Auch leckere Donuts. Donuts dabei. Genau, und das ist unser Oh. Osterhefezopf. Damit machst du mich sehr glücklich, Silvia. Ja, isst du gerne Mohn? Ich liebe Ich liebe Mohn. Mohn, ja. Ich liebe auch Mohnstreusel und sowas. Ja, Ach, das ist eigentlich ja. also schön, wenn man Schönes zu essen hat, oder? Und dann noch Absolut. was Ja, und das ist doch auch das, was man Süßes. zur Osterzeit auch mal gerne haben möchte. Also eine Frage der Woche würde ich ganz gerne mal an euch richten. Was ist euer Lieblings-Ostergebäck? Also wir präsentieren uns jetzt hier oder euch unseren Ostermohnzopf. Was ist es bei euch? Schreibt es gerne in die Kommentare unter das Video. Würde uns sehr interessieren. Was tischt ihr an Ostern für Gebäck auf? Mir fällt da noch der Rüblikuchen ein, der klassische Oh, Rüblikuchen oder Rüblikuchen. Rüblimuffin, ja. Gucken wir mal, vielleicht haben wir da noch ein Rezept für euch für am Samstag. Schauen Auch eine super Idee. wir mal. Wenn das gleich fertig ist, kommt das Mehl hinzu. Das wird dann auch nochmal 5 Minuten Teigknetstufe geknetet. Anschließend noch ein bisschen Butter, ein bisschen Quark und das dann auch nochmal verknetet. Und dann wird der Teig eine halbe Stunde zur Ruhe gelegt. Okay, dann sind wir gleich wieder da, wenn das Mehl dazu kommt. So, auch hier natürlich 8 Sekunden Abkühlzeit, ihr kennt das. Und jetzt kommt das Mehl dazu. Typ 405, Genau, Silvia. genau. Okay. Das backstarke 405er. So. Was heißt eigentlich backstark? Tja. Sorry, ich habe mich schon länger Muss dafür. mich mal gerade hier konzentrieren. Ich bin sofort wieder bei dir. Ja, okay. Siehst du, das ist das Problem beim Backen. Da muss man immer genau die Menge reintun, die es sein muss. Sonst funktioniert es nicht. So. MixTV ist nämlich, das wisst ihr ja, unsere Probierküche, wenn ihr Kritik übt an unseren Rezepten. Wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr Feedback schickt. Also
Das kann positiv sein, das kann auch mal negativ sein. Da machen wir uns natürlich auch Gedanken drum. Und deswegen haben wir gesagt, diesen Mohnzopf, weil wir hatten eine Rückmeldung, dass der Teig zu klebrig war. Und dann haben wir uns überlegt, ha, genau, deswegen machen wir es heute nochmal. Zeigen wir es hier und probieren ja auch aus. Ich meine, wenn wir jetzt heute merken, so irgendwas stimmt da nicht, dann würden wir das ja auch merken. Aber wir testen das heute mal. 5 Minuten Teigknetstufe. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder. Bis gleich. Der Teig ist gleich fertig geknetet. Genau, kommt jetzt noch ein bisschen Quark, ein bisschen Butter dazu und dann nochmal 3 Minuten. Und dann wäre er bereit zum... Schauen wir rein. Ja, sieht gut aus, oder? Guter Ansatz. Ja. So. Na, na, das war ein bisschen viel. Ja. So, 25. Da muss selbst Silvia Lüert päpstlicher als der Papst sein. So, ein bisschen Butter. Dadurch wird der Teig natürlich auch noch ein bisschen geschmeidiger. Und dann nochmal 3 Minuten. Ach, Quatsch. Teigknetstufe. Das ist, wenn man zu schnell ist. So, ich bereite jetzt schon mal eine Schüssel. Die stäube ich ein bisschen mit Mehl an. Dann kommt der Teig gleich da rein. Und dann wird er abgedeckt und circa eine halbe Stunde dann ruhen lassen. Na, bis gleich. Teig ist nahezu fertig geknetet. Der Thermomix hat natürlich wieder ganze Arbeit geleistet. Und jetzt, Silvia, bin ich gespannt, wie es aussieht. Ich auch. Ja. Der sieht doch gut aus, oder? Sehr schön aus, ja. Ja, finde ich auch. So, dann holen wir den mal raus. Natürlich mit dem Mixspatel, den ihr als schöne Abo-Prämie bei uns bekommen könnt. mix-online.de für Informationen rund um unsere Abonnementarten. Einjahresabos, Zweijahresabos, Probeabos, Geschenkabos, viele tolle Prämien. Und das Prämienportfolio wird im Laufe des Jahres natürlich auch noch wachsen. Ständig erweitert. Und für Abonnenten haben wir in den Ausgaben, da könnt ihr mal schauen, immer kleine Abonnenten-Specials aktuell. Wir haben mit unseren Partnern gesprochen und tolle Packages gepackt für euch. In dieser Ausgabe ist die Firma Stetter, eine schöne Herzbackform und ein Teigschaber-Set. Nicht nur für Ostern, sondern auch für Muttertag. Aber gerade sagen, Muttertag ist ja oder für die Liebste bald. Einmal einen Kuchen zu backen. Ja, oder für alle, für die Menschen, weil... Menschen brauchen Liebe und so ein Herzkuchen ist ja immer schön und deswegen schaut da mal rein. Das ist es schon. Das ist es schon. Und jetzt geht genau. Der geht jetzt, ja. Aber Silvia. Ein Handtuch, ja. Wir haben was vorbereitet, ne? Wir haben was vorbereitet. Also dieser, das kannst du abdecken, decken wir ab, so stellen wir weg. Aber wie von Zauberhand wird gleich, wenn du um eine Ecke gehst, etwas zum Vorschein kommen. So. Wow. Zack. So sieht es dann aus. So sieht es eine halbe Stunde später aus. Ja. Wir machen heute 2, weil die Kollegen im Büro, die freuen sich immer oh, so. Oh ja. Ja. So, den teilen wir jetzt einmal. Rollen den aus zum Fladen. Nummer 1. Ich finde das so schön, wie du das immer alles so ganz dynamisch und schnell machen kannst. Ja. Jahrelange Erfahrung, ne? Ja. So einige habe ich ja schon gemacht. Klappt auch nicht, gell? Kaum habe ich es gesagt. Kaum, ja, das war ein Fehler. Es war ein Fehler. Wer den Fehler, dafür übernehme ich die Verantwortung. Ich habe eben so auch einen Fehler eben gemacht. Oh, erzähl. Das
backstarke Mehl ist natürlich das 550er, aber das 405er Mehl, mit dem wir hier arbeiten, ist für dieses Gebäck vollkommen ausreichend. Und du hast nachgeschaut, wofür backstarkes Mehl steht, ne? Ja, es hat mehr Klebereiweiß. Okay. Auf Neudeutsch mehr Gluten. Mehr Gluten. Mehr Gluten. Genau, so. Also, nichts für Glutenallergiker. Ich gut. Oh, die können wir so einstehen lassen. Jetzt haben wir diese 12 Laden. Jetzt haben wir diese 12 Laden, ja. Du kannst ruhig da bleiben. Ich bleib hier, ja, okay. Ich mach das hier weg. Mach mal die Hinweise auf eine neue Ausgabe. Die könnt ihr auf hel-verlag.de versandkostenfrei und auf Rechnung bekommen. Einfach den Link in der Videobeschreibung folgen und schon ist die Zeitschrift in wenigen Tagen bei euch im Briefkasten. So, den einen machen wir jetzt mit Aprikosenmarmelade. Läuft ja schon das Wasser im Munde zusammen. Ja, Aprikosenmarmelade ist auch so ein Guilty Pleasure von mir. So, ich mache es nicht ganz bis an den Rand, weil der wird ja gleich zusammengerollt. Ne? Ihr könnt natürlich auch Himbeermarmelade nehmen oder Silvia oder Erdbeermarmelade. Aprikose und Mohn funktioniert aber auch hervorragend zusammen, ne? Muss man einfach nur sagen. So, einmal das. Und hier gibt es ja so fertige, backfertige Mohnmischungen. Ich glaube, ich muss etwas anderes holen. Ne? Genau. Und dann Spatel, der natürlich wieder als Zweckwaffe. Er ist aber auch wirklich für viele Zwecke gut, muss man einfach sagen. Ich habe jetzt auch letztens einen verschenkt. Und? Die verschenkte Person hat sich sehr gefreut. Das glaube ich doch. Die Farbe war etwas gewöhnungsbedürftig. Hast du einen Mann geschenkt oder hast du deinem Freund geschenkt? Okay, dann hättest du vielleicht besser den Anthrazitfarben. Gibt ja neuen Anthrazitfarben. Ja, aber ich wollte, wenn schon, wenn schon. Er muss den Mix-Lifestyle leben. Das ist einfach okay, so. Okay, so. Aber er hat sich gefreut und er ist sehr, sehr oft im Einsatz. Okay. Mix-shop.de, da habe auch ich ihn her. So, das ist immer ein bisschen tricky, aber klappt ja ganz gut, ne? Ja, vor allem, weil du die Arbeitsfläche jetzt nicht bemehlt hast, ne? Genau. Aber mit deinen Zauberhändchen. Ja, sag das nicht. Du filmst mich hier noch live dabei. Ja. Die Leute denken, ich schneide immer viel, aber es ist gar nicht so viel. Sie haben es immer leiden. Naja, mittlerweile bin ich ja leidensfähig. Ja, das stimmt. Fast ein Jahr machen wir das ja jetzt hier, ne? Also, ich glaube, wir haben tatsächlich nur eine Woche verpasst, genau. Echt? Vor einem Jahr an Ostern. Echt? Okay. Ja. Also ich lege das jetzt schon mal hier drauf, wir verknoten das ja gleich noch, aber jetzt noch den Mohn. Oh, ich freue mich ehrlich, jetzt schon ein Jahr, Kevin. Wir sind jetzt bei Ausgabe 48, also eigentlich sind wir bei Ausgabe 49, weil wir, wie gesagt, eine Woche haben wir Pause gemacht, wir haben ja selbst an Weihnachten letztes Jahr Ausgaben gehabt. Und was als schnelle Idee im ersten Corona-Lockdown entstanden ist, ist jetzt ein feststehendes Projekt und ja, es macht immer noch Spaß, finde ich. Ich hoffe euch auch. Und wenn ihr Rezeptideen habt, wir hatten ja immer den Wunsch, dass ihr mal hier zu Besuch kommt in die Mixküche und mit uns kocht. Das ist natürlich aufgrund von Corona immer noch ein bisschen schwierig. Wir hoffen, dass es irgendwann mal möglich sein wird. Aber wenn ihr Rezeptideen habt oder gerne mal wollt, dass wir euer Rezept hier präsentieren, service@mix-online.de, freuen wir uns drüber. So, das sieht doch ganz gut aus, oder? Ja. So, wir haben zwei Stränge. Die ritzen wir jetzt noch ein. Damit die nicht aufplatzen? Oder warum? Doch, damit sie aufplatzen. Damit sie aufplatzen, okay. Genau. Ja, in Sachen Backen lerne ich aber von dir hier. Ja. So, man sollte vielleicht auch ein bisschen herzhafter zugreifen. So, und dann geht's los. Am besten, also ich mache es immer so, ne? So, mal so, einmal so und einmal so. Und am Ende wird es verknotet und nach unten gezogen. Und hier machen wir das Gleiche.
Gott, ich freue mich so sehr darauf. Das kannst du dir nicht vorstellen. So, ein bisschen Butter dabei noch mal, gleich noch. Den decken wir jetzt nochmal ab, noch eine Viertelstunde. Und dann in der Zeit heizen wir den Backofen auf. Ich meine 180 Grad Ober-Unterhitze. Und ja, dann kommt dann wird er noch mit Ei bestrichen, mit Hagelzucker bestreut. Auf die Mandeln verzichten wir heute, aber könnt ihr natürlich selbstverständlich gerne machen. Mandelstifte noch dazu. Wir machen den heute nur mit Hagelzucker. Und dann kommt er in den Ofen und wird, muss gleich mal nachschauen, 20 Minuten circa gebacken. Hängt auch noch natürlich ein bisschen vom Backofen ab. Und da würde ich einfach zwischendurch immer mal schauen. Ja. Kommt kein Wasser dazu, weil wenn ich den Hefezopf mit Ei bestreiche, sonst bekommt er keinen Glanz. Ja. Also halten wir nochmal fest. Ja? So wie er jetzt da liegt, bleibt er 15 Minuten liegen, abgedeckt, ein bisschen ruhen. Dann bestreichst du den mit Eigelb. Ja. Dann kommt er in den vorgeheizten Backofen, so 20 Minuten rum. Immer im Auge behalten natürlich, dass es funktioniert und wenn man seinen eigenen Backofen einschätzt. Ja, ist von Backofen zu Backofen unterschiedlich. Ja. Das variiert immer ein bisschen, aber ja, das wisst ihr selber besser. Dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns wieder, wenn wir das Ding aus dem Backofen holen. Es riecht so gut, Silvia. Tada. Es sieht so genial aus. Mach's auf. Mach ihn auf. Die 20 Minuten sind um. Und der Glanz. Unser Hefezopf sieht doch richtig schön aus, oder? Super, toll aufgeplatzt. Ne? Lecker, da freuen sich gleich die Kollegen. Und ich? Und du auch, ja, du bist auch ein Kollege. Ja. Okay, das lassen wir jetzt nochmal 15 Minuten stehen. Wieso? Damit es ein bisschen abkühlt, damit wir es dann probieren können. Ach so, ja, du willst. Ja, gut, okay. Wir lassen das. Also wir probieren das. Die Leute sehen das nicht mehr, wie wir es probieren. Ja, probieren sich. Ja, dann nehmen wir wahrscheinlich nichts mehr mit. Genau. So. Ja, das war er, der Osterbrotzopf. Wir wünschen euch frohe Ostern. Genau. Wir wünschen euch schöne Osterfeiertage. Macht's gut. Erholt euch, genießt das schöne Wetter. Soll ja bis Freitag noch ganz schön bleiben. Danach essen, faulenzen, Buch lesen. Einfach gut gehen lassen. Bis dann. Bis nächste Woche. Tschüss.